Man ist jetzt schon mit den Gedanken schon in den nächsten 2 Wochen drin. Man ist jetzt in den letzten Vorbereitungen. Von Tag zu Tag wird es begreiflicher. Impfung, sieht das aus mit Visum? So ein seltsames Gefühl, was man nicht beschreiben kann, weil einfach so vieles Unbekanntes auf einen zukommt. Es mischt sich alles zusammen, Freude, Angst, Ungewissheit. Ja, aber dass man jetzt in 2 Wochen eigentlich schon ganz woanders ist und auch in einer Situation ist, die man gar nicht kennt, das ist irgendwie noch nicht so im Kopf drin. Und ich möchte halt neue Erfahrungen sammeln und weil ich auch noch nicht weiß, was ich studieren möchte. Ich wollte halt was Soziales machen zwischen dem Abi und Uni. Ich hoffe ganz viel auf Begegnungen, nette Menschen kennenzulernen, die Kultur, die Sprache noch zu intensivieren. Das, was man immer von Afrika erzählt, gerade in unserem Land, dass ich das auch mal selber erleben kann.